Herzlich willkommen zu einer weiteren Staffel von Timberborn. Zweite Staffel, nach doch schon etwas längerer Zeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die erste Staffel zurückliegt, aber ist schon. Sind schon ein paar Tage. Sind ein paar andere Sachen in der Zwischenzeit gelaufen. Und wie ihr es hier sehen könnt, es hat ein etwas größeres Update gegeben. Update 5, Faulwasser. Ich muss dazu sagen, das Update ist auch schon etwas älter. Noch aktuell, an Update 6 wird eifrig gewerkelt. Es könnte durchaus sein, dass Update 6 zu dem Zeitpunkt, wo vielleicht diese erste Folge hier von Staffel 2 von Timberborn veröffentlicht wird, dass Update 6 da raus, schon raus ist. Oder vielleicht im Laufe des Let's Plays veröffentlicht wird. Sollte das eine oder andere passieren, dann wird das natürlich hier dann auch noch vorgestellt werden. Da sollen wohl auch so ein paar Dinge noch kommen. Einen Augenblick. Ihr kennt das? Ohne mein geliebtes Koffein bin ich nur ein halber Opa. So, also wie gesagt, Update 5, Faulwasser. Wir gehen mal ganz kurz hier die Liste durch. Faulwasser, Flüsse aus nützlicher, aber giftiger Flüssigkeit. Oh ja. Faulwasserflut, neue tödliche Perioden im Spiel und auch da, oh ja. Neue Gebäude, Ressourcen und Dekorationen gibt es zu bewundern, auf jeden Fall. Alte Gebäude, zumindest ein oder zwei ältere Sachen sind weggefallen, da komme ich aber noch im Spiel zu. Erweiterte Terraforming und Bewässerungsoptionen, überarbeitete Karten, drehbare Gebäude, benutzerdefinierte Tastaturbelegungen, das ist auch sehr, sehr schön, und vieles mehr. Mehr lesen könnt ihr dann selber, ne, wenn ihr das möchtet. Wenn ich das hier draufklicke, dann glaube ich, jetzt hier gleich Browserfenster aufgehen und alle weiteren wichtigen Änderungen und so weiter im Detail erklärt werden, dann allerdings in Englisch. So, ich... Soweit erstmal so die Einführung von meiner Seite. Ich bin mal ganz kurz wieder weg und drücke hier mal auf Fortsetzen. Wird geladen. Ich lade auch bei der Gelegenheit. Ja. Ja, Tipp, wenn ein Gebäude als stabil gekennzeichnet ist, zum Beispiel eine Hütte oder ein Lagerhaus, kannst du andere Strukturen auf seinem Dach errichten. Das kennt man ja vom ersten Teil schon. Was heißt ersten Teil? Ja, so von den Anfängen von Timberborn. Ich habe total Bock, wieder Timberborn zu spielen. Ich bin da schon, wie gesagt, es ist lange her. Moment, Augenblick. Hallo, da bin ich wieder. Es ist lange her, als wir, dass ich das die erste Staffel gespielt habe. Wir sind hier aktuell noch im Pausenmodus. Also startet das Spiel. Zumindest bei mir, so habe ich es so eingestellt, dass der erstmal, wenn ich es starte, im Pausenmodus bin. Das hier kennen wir. Ne? Die Karte hier kennen wir. Das ist original die Karte aus der ersten Staffel. Ich hatte da ja schon eifrig Sachen gebaut und musste aber jetzt bedingt durch das Update komplett neu anfangen. Wir hatten, oder vielmehr, ich hatte, glaube ich, hier so in diesem Gebiet irgendwie einen weiteren Distrikt. Wieder geplant oder schon war da schon im Bau und war da irgendwie damit beschäftigt, da irgendwie so eine riesen Plattform ins Wasser zu setzen, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht mehr genau, was da jetzt genau der Hintergrund war, ist auch egal, ist Geschichte. Ja, ansonsten ist es hier so ähnlich. Hier habe ich jetzt komplett Doppelschleusen hingesetzt, hier auch. Ich glaube, in der ersten Staffel hatte ich da irgendwie noch was anderes, irgendwelche Deich oder irgendwas, also wo überhaupt kein Wasser durchkommt. Ne? So in die Richtung hatte ich das gemacht. Hier ist jetzt schon ein zweiter Distrikt am Start. Ne? Also wir starten, falls ihr euch jetzt irgendwie wundern solltet, was ist denn das? Wir starten hier natürlich komplett, was heißt natürlich, also wir starten hier mit einem funktionstüchtigen Dorf, beziehungsweise zwei funktionstüchtige Distrikte. Hier schon rein, ja, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich in einer weiteren eventuellen zweiten Staffel, die ja jetzt auch existiert oder gerade dabei ist zu existieren,
dass ich nicht von vornherein, also von ganz von vorne hier anfange, sondern mit einer schon bestehenden, funktionierenden Gemeinschaft, Biber-Siedlung, Distriktgedingse hier einsteigen werde. Und wir von da aus dann da weitermachen. So war damals schon, glaube ich, so meine Ankündigung. Und das habe ich jetzt halt mit dem entsprechenden Neustart hier jetzt auch umgesetzt. Und hier sehen wir auch schon, ja, das sind diese, das ist dieses Faulwasser. Das hat hier so seinen Ursprung, ne, das ist so eine Quelle. Das ist einfach giftiges Wasser. Ne? Irgendwelche, weiß ich was für Abfälle, die sich da konzentriert haben in dem Gebiet, wo das herkommt. Und das ist einfach verseuchtes, giftiges Wasser. Nicht trinkbar. Ist auch nicht dafür geeignet, hier Pflanzen gleich welcher Art irgendwie gedeihen zu lassen. Man sieht es hier. Ich komme ein bisschen näher ran an die Geschichte. Dann sieht man es besser. Ne? Das Gebiet hier ist komplett verseucht. Da wächst nichts. Hier ist so ein bisschen da so die Grenze. Also da ist es, geht es noch. Man kann aber natürlich das Faulwasser gebrauchen für einen Antrieb. Ne? Also wenn man hier so ein Wasserrad hat, ja, dann das funktioniert. Das ist überhaupt kein Problem. Man sollte die Biber auch nicht tunlichst darin baden lassen. Also wenn Faulwasser ist für die nicht unmittelbar tödlich, aber die sind dann kontaminiert und brauchen entsprechende Behandlung, sonst arbeiten die nicht mehr. Ja, also die werden dann halt, ne, mit allem versorgt, was sie so brauchen zum Leben. Aber die stellen dann irgendwann, weil sie halt aufgrund ihrer Kontaminierung nicht mehr können, ihre ihren Arbeitswillen ein. Arbeiten einfach nicht mehr. Müssen halt wieder fit gemacht werden. Dafür gibt es, ja, wir gehen hier einfach mal die erstmal so ein bisschen, heute ist so Kennenlernrunde, ne? Ist ganz klar, ne? Erste Folge, neue Staffel mit neuen Dingen. Dafür gibt es diesen Kräuterheiler, der ist in der Lage, mit Hilfen von Bären, Löwenzahn und Papier, je nachdem, ne, was da so, also ne, mit diesen drei Ingredienzen, diesen drei Sachen kann er dann halt entsprechendes Gegenmittel herstellen, um kontaminierte Biber wieder auf die Füße zu bekommen. Ja, Biber und Biberinnen. So, das ist die Geschichte. Hier gibt es nach wie vor die Möglichkeit, Vogelscheuchen zu bauen, die aber in erster Linie Dekoration sind. Also sie haben, glaube ich, sonst überhaupt keine weitere Funktion. Sollen natürlich, ne, Vogelscheuche Vögel verscheuchen, logischerweise. Es gibt aber hier keine Pipette, soweit ich das weiß. Und ich glaube, die haben auch irgendwie nur das reine Ästhetik. Ne, also und soll das bewirken. Ich finde die auch ganz putzig. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz. Wir machen das mal so. Und gehen da mal so an die Sonne. Die sehen einfach lustig aus. Ja, so ein Biber als Vogelscheuche. Einfach auch was. Ja, die Bienenkörbe, die gibt es, also was heißt, Bienenstock gibt es nach wie vor. Der ist jetzt aber keine Deko, sondern der soll, oder die Bienenstöcke sollen halt das Wachstum nahegelegener Nutzpflanzen fördern, sollen sie tun. Ob sie das wirklich, also in welchem Umfang das passiert, habe ich jetzt immer noch nicht so für mich herausfinden können. Es wird ein gewisser Prozentsatz sein, wo der, sich hier der mit dem Wachstum etwas verbessert. So. Okay, was es nicht mehr gibt, das ist halt ein Teil der Neuerung. Es gibt nicht mehr diese Bewässerungstürme, die es mal gab. Also das ist jetzt so, dass hier, ne, wenn hier entsprechendes Wasser ist, dann ist innerhalb dieses Einzugsbereichs, sag ich mal so, ne, wird das hier alles gut bewässert und man braucht die Türme nicht mehr. Gut, bei der Dürre ist halt nichts und mit Vollwasser ist dann auch nichts so, aber da muss man halt erstmal durch. Ja, aber wenn sobald aber Wasser wieder da ist, dann ist die Bewässerung gegeben. Hier habe ich mittlere Tanks jetzt mittlerweile im Einsatz und ich habe auch hier mittlerweile große Wasserpumpen im Einsatz. Ich habe erst mit den kleinen angefangen, so wie man das halt macht. Sowohl mit von den Wasserpumpen her, als auch von den Tanks her. Und da bin ich aber jetzt schon ein Stückchen weiter. Hier werden Kartoffeln angepflanzt, hier werden Karotten angepflanzt, hier wieder Kartoffeln, um entsprechend Vorräte schaffen zu können für unsere Biberinnen und Bibern. Hier habe ich einen Grill, der macht Grillkartoffeln. Da sind auch schon ein paar eingelagert. Die gehen ganz gut weg.
Die gehen ganz gut weg. Ja, hier habe ich noch ein Lager, weitere Lager mit, Moment, was wird da jetzt gelagert? Ich muss ja mal ganz kurz mal gucken. Ah ja, Löwenzahn. Löwenzähne werden hier gelagert, hier für den Kollegen hier, für unseren Kräuterheiler. Darunter müssten Karotten sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist auch so. Genau, wir könnten jetzt hier auch, ne, also erstmal die Lager sehen anders aus. Ja, wer sich vielleicht noch erinnern mag, das waren früher waren das einfach so geschlossene Dinger. Da konnte man nicht reingucken und nichts. Und jetzt sind die halt offen und man sieht dann da so Kisten drin, die da gestapelt werden. Hier wird angezeigt, was da eingelagert wird. Und weil ich meine, Dreber waren die damals, meine ich auch schon. Ich habe die, meine ich, die auch schon immer durch die Gegend gedreht. Bezüglich so des Eingangs, meine ich ja, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es ist schon ein Weilchen her. Ne? Wir sind da schon eine Weile unterwegs gewesen. Und so, ja, also diese Folge ist so ein bisschen quatschen, euch wieder mit den Sachen, mit den Neuerungen und so mit den Veränderungen so vertraut machen. Und Kaffee trinken ist dann gesagt. Ganz klar, heute an diesem Tag hier wird wahrscheinlich nicht allzu viel passieren. Das Teil ist, soweit ich weiß, glaube ich, komplett neu. Freibad? Ich meine ja, ich bin mir nicht, also weiß ich jetzt auch nicht mal so hundertprozentig, ob es damals auch schon gegeben hat. Aber es ist zumindest bei mir ist es komplett neu. Das ist erstmalig, dass ich dieses Freibad hier einsetze. Es wird auch ganz gut angenommen, auch wenn es etwas weit vom Schuss ist. Muss man schon dazu sagen. Also hier von diesem Distriktzentrum, ja, hier von unserem Dorf, Flussdorf, ist es mehr so schon ist es schon Außenbezirk. Ganz klar. Aber hier sind auch nicht viel, von hier aus gesehen wäre es auch nicht viel näher und naja, egal. Dieses Dorf, Eisenhausen, ihr kommt wahrscheinlich von selbst drauf, hat in erster Linie die Aufgabe, hier für Eisen zu sorgen, ja, indem hier halt die Ruinen abgebaut werden. Und sich dann hier entsprechende Stapel von Altmetall ansammeln. Da Ding hier ist fast komplett voll. Bisschen fehlt. Wie sieht es hier aus? Da ist alles dichter. Da sind wir auf Maximum. Also da fehlen irgendwie zwei Waren Altmetall. Das wurde wohl für irgendeinen Bau, irgendwas, was ich, Entschuldigung, gebaut habe, benötigt. Vermute ich mal ganz stark. So, die sind so weit, dass die sich selbst versorgen können, was die Nahrung anbelangt und was Holz anbelangt. Was die noch nicht können, was aber in der Planung ist, ist die Versorgung, die eigene Versorgung mit Wasser. Hier müsste ich also noch entsprechende Pumpen hinsetzen. Die werden also noch von unserem Hauptdorf, sag ich mal so, von wie hieß es nochmal gleich, Flussdorf, wie habe ich das genannt? Immer so lustige Namen, ja, Flussdorf. Werden die noch mit Wasser versorgt, was aber auch ganz gut klappt. Ja, also die Pumpen, die wir hier haben, die sind hinreichend. Noch, muss man dazu sagen. Also die Bevölkerung wächst ja auch immer mal. Und aber über kurz oder lang, also eins der nächsten Projekte hier wird auf jeden Fall sein, dass wir hier eine entsprechende Pumpe, ein oder zwei, hinkommen, damit hier ausreichend Wasser vorhanden ist. Das Teil hier ist, ja, das wird doch sehr, sehr archaisch mit Wasser versorgt, um es mal so auszudrücken. Wenn die Zeit gekommen ist und ich hier merke, der Wasserspiegel wird so langsam wieder niedrig hier bei diesem kleinen See, wird hier gestaut oder zumindest so weit der Wasserfluss reduziert, dass sich hier Wasser anstaut und es zu einer Überflutung kommt. Das ist natürlich noch alles andere als genial, aber geht es erstmal nur so. Ich werde hier natürlich irgendwann, wenn ich den da mit habe, hier eine entsprechende Verbindung machen. Ja, da kommt dann hier so eine Querverbindung hin, mit hier so ein kleines Flüsschen hier lang fließt, ne, und wo dann die Möglichkeit gegeben ist, hier halt diesen See entsprechend mit Wasser zu versorgen. Ja, das ist so auch einer der Pläne, aber dazu muss ich erstmal in der Lage sein, Dynamit herzustellen, und das ist noch nicht der Fall. Wir können Dynamit herstellen mit Hilfe von Faulwasser. Ne? Man hat hier die Möglichkeit, das auch entsprechend zu nutzen. Da wird irgend so ein Extrakt wird daraus erzeugt, und der ist dann unter anderem dafür geeignet, dass man dann da halt
Dynamit herstellt. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir werden das alles kennenlernen. Wir werden das alles kennenlernen. Ansonsten, so im ersten groben Gucken ist jetzt nicht so wahnsinnig viel anderes dazugekommen. Ich glaube, die Schreine gab es auch schon in der alten Version. Da hatten wir die Möglichkeit, was neu ist, was es damals noch nicht gab. Ich gehe mal wieder ein bisschen raus, damit euch nicht schummrig wird. Die Laternen sind neu, die sind aber auch nur Deko. Ich meine, die gehen zwar, also die werden dann, das wird dann hier gelb, sag ich mal so, ne? Das, was als Licht dargestellt werden soll. Aber so wirklich Licht verbreiten tun die nicht. Also nicht so, dass man dann hier so einen Lichtkegel hat, so wie das hier bei dem Lagerfeuer der Fall ist. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, ne? Also die Dinger hier gehen dann irgendwann an, dann was jetzt schwarz ist, ist dann so gelb, hell-orange, irgendwas in der Richtung. Und aber das widerspiegelt sich hier nicht, dass hier irgendwie der Bereich dann irgendwie ausgeleuchtet ist. Finde ich ein bisschen schade, hätte man vielleicht auch noch machen können. Kommt vielleicht noch, man weiß es nicht. Das Spiel ist noch, ne, natürlich noch in der Entwicklung. Was auch neu ist, ich meine, ich hätte das hier gemacht. Muss ich selber mal gucken. Oder war das doch in der... im Dorf. Hier haben die eine Feuerstelle, Dachterrassen, das ist ja altbekannt. Auch die Geschichte hier, die Krankenbetten, ist jetzt nichts Neues. Ach ja, das ist auch jetzt hier anders. Wir haben jetzt, damit die beiden Distrikte miteinander sozusagen Handel treiben können oder ne, also ihren Warenaustausch betreiben können. Handel wird ja hier nicht betrieben, oder so ein gewisser Warenaustausch. Gibt es jetzt hier nur noch dieses eine Gebäude, nennt sich Distriktknotenpunkt. Funktioniert noch auf beiden Seiten. Ich meine, irgendwie vor diesem, ne, dieser Änderung mussten wir da irgendwie zwei Gebäude haben. Da war der Aufwand etwas größer. Sozusagen die Funktion, die diese beiden Gebäude da irgendwie hatten, das ist jetzt hier zusammengeflossen in diesem einen Gebäude, was ich sehr gut finde. Und man kann dann hier entsprechend die Verteilung verwalten. Das heißt, was, Moment, ich glaube, importieren, ne, ist das hier. Also quasi das, was aus oder in dem Fall Flussdorf aus, voilà, Eisenhütten, Dingenskirchen. Importiert, hier steht es ja, importierte Güter, ne, also die hier importiert werden dürfen aus diesem Dorf. Ja, und genau in die andere Richtung, hier wird dann entschieden, was hier rein importiert werden darf aus dem anderen Dorf. Und das stellt man dann hier entsprechend ein. Da hat man drei Möglichkeiten. Immer importieren, das heißt also, ne, hi, gib ihn, ne, immer egal. Dann importieren, falls erforderlich. Auch selbsterklärend im Prinzip halt. Ne? Also wenn, hier steht es ja dann auch schon, genügend Platz vorhanden ist oder entsprechender Bedarf ist, dann bitte, ne, in dem Fall hier halt, dann wäre dann halt Holz oder Rohholz das, was dann hier importiert werden sollte. Oder halt nicht importieren, also ne, hier strikte Verbot, ne, da darf also nicht mehr importiert werden. Das ist auch hier jetzt so bei mir eingestellt, eben weil die in der Lage sind, sich mit Holz selber zu versorgen. Also das brauchen die nicht mehr, das war am Anfang war das notwendig, logisch. Mittlerweile sind die so weit, dass die eigentlich mich also hier, was heißt mich, also ne, das ursprüngliche Dorf mitversorgen könnten, wenn das notwendig wäre. Wie man hier sieht, ist nicht. Ne? Ich habe auch hier entsprechende Ressourcen vorhanden. So, ja. Hier ist, glaube ich, nichts Neues oder anderes dabei. Ich gucke gerade mal. Diese verstärkten Bretter, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es die ursprünglich auch schon gab. Da wird einfach, ich meine, ja, das ist ein ganz normales Brett. Da kommt dann noch hier in dem Fall Kiefernharz mit dazu und dann sind die halt verstärkt. Also ist das ein behandeltes Brett und die sind dann, haben dann eine höhere Belastbarkeit und so und können für andere Gebäudetypen dann verwendet werden. Das dazu. Oder das ist jetzt hier ganz normal, das ist ein ganz normaler Damm. Also da, wir gehen einfach mal hier ganz kurz nochmal hier unten durch. Warte. Also das hat, da hat sich jetzt nichts Großartiges getan. Wir haben immer noch die Dämme, wir haben die Deiche, die wir bauen können.
Da ist er dann halt, bei dem Deich ist es dann halt so, dass der jeglichen Wasserzufluss blockiert. Der Damm ist nach wie vor so, dass der halt bis zu einer gewissen Höhe das Wasser blockiert und alles andere geht dann darüber hinweg. Ist er dann durch. Schleusen sind klar, ne, die sind quasi selbsterklärend. Das ist alles bekannt. Was noch nicht bekannt ist, ist jetzt diese Kontaminierungsbarriere. Das ist neu. Verhindert, dass Bodenkontaminierung sich darunter ausbreitet. Nur ebenerdig muss auf dem Boden gebaut werden. Ich könnte also beispielsweise hier hingehen. Ja, und könnte jetzt hier so zum Beispiel so eine Barriere hier hinsetzen, damit, oder vielleicht sogar hier, ne, je nachdem, damit jetzt der Bereich nicht weiter kontaminiert wird. Ne. Das wäre durchaus sinnvoll in dem Fall, ne, damit wir hier auch dann Bäume anbauen können oder was auch immer. Ja, und hier diesen Bereich dann halt entsprechend nutzen können. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder eben auch hier die Bereiche, wo jetzt im Augenblick normales Wasser fließt, durch die Fluten, die dann entstehen, würde dann hier auch Bereiche, werden auch Bereiche dann kontaminiert, logischerweise. Und da könnte dann auch so eine Barriere entsprechend helfen, das zu unterbinden. Ich habe allerdings was anderes vor. Ich überlege, ob ich hier, weiß jetzt nur nicht, ob das mit diesem Distrikt möglich sein wird. Ich denke eher nein. Es wird zu weit weg sein. Aber ich versuche das mal. Ich habe hier vor, was zu bauen. Hier auch mit Hilfe von Schleusen, wo das dann so geregelt wird, dass wenn, also das normale Wasser soll dann hier ganz normal durchlaufen und wenn dann diese Flut kommt, dann soll die abgeleitet werden. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Gucken, wie das geht. Das ist natürlich dann die Frage, weil dann unter Umständen wird dann dieser Bereich überflutet. Das heißt, ich muss hier entsprechend mit Hilfe von, jetzt muss ich wieder gucken, damit ich das nicht durcheinander bringe. Das bringe ich nämlich immer wieder durcheinander. Das war schon in der ersten Staffel so. Genau, ich müsste dann hier entsprechend einen Deich hinsetzen oder Deiche, also hier eine, dafür sorgen, dass hier dann die Flut nicht ins Gelände kommt, sondern direkt abgeleitet wird. Da wird wahrscheinlich einiges so an Erdbewegung notwendig sein. Ich denke, ich muss hier wahrscheinlich dann so ein paar Sachen wegsprengen, damit, wie weit das geht, weiß ich nicht, weil hier ist dann auch natürlich die Karte dann zu Ende. Ob man das dann so hier weiter umleiten kann, das müssen wir alles, das werden wir auch alles herausfinden. Ne? Wir haben Zeit und da hier wird dann so in dieser Richtung so einiges passieren. Ja. Gut. Ich würde sagen, das erstmal so zur Vorstellung. Ich bin zwar eigentlich jetzt schon über die Zeit hinweg, so über meine normale Aufnahmezeit, aber ich will wenigstens noch so ein bisschen spielen. So, du Verschleuser, das kann weg. Ich muss mal gucken, wie es denn überhaupt aussieht. Wir haben Tag 9 des 11. Zyklus. Ich bin ja schon im 11. Zyklus. Tag 9 bedeutet, es kann nicht mehr allzu lange dauern, bis hier so die nächste Katastrophe eintreten wird. Entweder Dürre oder diese Flut, mit diesem Faulwasser. Aber ich bin vorbereitet, hoffe ich. So, ne, also wir haben hier reichlich Nahrung in Reserve, wir haben Wasser, das ausreicht. Ich schaue gerade mal, wie viele Leute sind wir hier aktuell? 70 Erwachsene, 7 Jungtiere in diesem Dorf, im Flussdorf und in Eisenhausen. In Eisenhausen sind es 21 Erwachsene, 2 Jungtiere. Also noch klappt es mit der Versorgung ganz gut. Und ich hoffe, das geht noch eine Weile so. Aktuell komme ich auch mit, also ne, hier von der Belegschaft her, das klappt eigentlich ganz gut. Die sind alle Produktionsstätten, Versorgungseinrichtungen und dergleichen sind besetzt. Ich habe nirgendwo einen Mangel. Selbst hier bin ich auf 4 von 4. Hier habe ich immerhin 6 von, was sind das? 10, ne? Ja, genau. Auch schon mal gar nicht so schlecht. Normalerweise komme ich vielleicht auf 2, 3, vielleicht 4 Leute, die ich dafür einsetzen kann. Wie sieht es hier aus? Hier habe ich auch 4 von 4 aktuell.
ja, also läuft momentan läuft es ganz gut. Hier sieht man es, ne? Also wie gesagt, ne, das Faultwasser kann ganz normal dafür benutzt werden, um Energie zu erzeugen. Das ist kein Problem. Wie gesagt, nicht drin baden, nicht trinken, nichts anbauen in der Nähe, weil da nichts gedeiht. Das ist einfach so. Okay, wir haben aktuell jetzt Nacht. Da passiert sowieso nicht allzu viel. Wo war das nochmal? Hier. Dann machen wir mal ganz mal so eine leichte Beschleunigung. Damit die Nacht schneller rumgeht. Das ist auch schon passiert. Ja, momentan ist es recht entspannt, weil es brennt nirgendwo. Ja, noch brennt es nirgendwo. Ich überlege. Achso, genau. Ich habe hier angefangen, Weg und so eine Brücke zu bauen, weil ich hier hin möchte. Hier soll ein weiterer Distrikt irgendwann entstehen. Ich will das Faulwasser nutzen. Wir müssen es nutzen. Ja, natürlich auch hier mit dem Eisen. Das ist eins so der nächsten Projekte. Und was ich ausprobieren könnte, wo wir schon mal gerade hier jetzt sind. Ich weiß, ich bin noch nicht so weit, ne? Das ist ganz klar. Moment mal, ich könnte erstmal hier das abreißen. Bitte schön auch recht zügig, wenn es irgend geht. Damit wir hier so eine Direktverbindung schon mal haben. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und wenn ich jetzt hier hingehen würde, jetzt nur mal probehalber, ne? Wie gesagt, das passiert natürlich jetzt noch nicht. Na, fängt schon wieder gut an. Wenn ich jetzt hier so beispielsweise, was brauchen wir da? Ich nehme mal da Dreifachschleuse. Das Größte, was wir irgendwie hinsetzen können. Also die sind jetzt nur am Meckern von wegen, dann kann ich erreicht werden, weil zu weit weg von wegen Fahrt. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, das kommt ja jetzt hier weg. Und ich mache hier einen Weg hin, dann könnten die das unter Umständen sogar noch bauen. Das wäre cool. Frage ist halt, macht das jetzt schon Sinn? Ich meine, ja, auf der einen Seite schon, aber ich habe ja schon angesprochen, von wegen Überflutungsgefahr und bla und blub. Da muss ich hier erst dafür sorgen, dass ich hier irgendwie das Wasser so weit umgeleitet bekomme, dass da nichts passieren kann. Das heißt, ich müsste im Prinzip eigentlich jetzt da schon mit anfangen, dass ich hier mal schnell so einen Damm hinsetze. Hm. Er ist ja hier schon eifrig damit beschäftigt, die Bäume zu fällen, das ist ganz gut. Gerade mal noch bei der Gelegenheit. Ne, das ist Pflanzen. Namlos, hier ist Fällen. Habe ich das alles? Ja, ist alles soweit. Ja, ist okay. Der rupft im Augenblick, rupft er jetzt nur die abgestorbenen Bäume weg, dann das andere kommt später. Aber er soll sich erstmal darum kümmern, dass das Krüppzeug da wegkommt. Was nicht mehr zu gebrauchen ist. Und ja. Okay. Ja, also das wäre dann so die Überlegung, dass ich dann hier hingehe und dafür sorge, dass hier quasi die Ableitung passieren kann. Ich muss nur genau gucken, wie ich das letzten Endes mache. Ich werde wahrscheinlich hier schon irgendwie anfangen müssen, irgendwie einen Damm zu bauen. Also auf jeden Fall ja, spätestens hier so an der Stelle und dann hier so lang ziehen, möglichst hoch, damit das Wasser dann hier abfließen kann, ohne dass es halt ne, hier quasi überschwappt und unser Gebiet hier entsprechend verseucht und Schlimmeres anstellt. Ja, das ist natürlich so die ganz wichtige Geschichte. Okay, wäre vielleicht eine Überlegung wert, damit anzufangen, vielleicht in der nächsten Folge direkt. Dann haben wir direkt schon mal ein Projekt. Neben den anderen Dingen, die hier passieren sollen, ne, wie gesagt, beispielsweise hier die Sache mit dem dritten Distrikt, was dann noch hochgezogen werden soll. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe 8 Leute, die hier nichts zu tun haben aktuell. Das heißt, ich hätte also durchaus ein paar Ressourcen jetzt in Form von Arbeitskräften übrig, die ich dafür nutzen könnte, hier schon damit anzufangen, hier so einen Distrikt so langsam aufzubauen. Gut, schauen wir mal. Okay, ja, ne, wie gesagt, also es ist ganz klar, also so eine erste Folge nach so einem größeren Update, wo x Dinge passiert sind,
wo ich jetzt auch nur ganz grob so das eine oder andere angesprochen habe. Es werden natürlich noch weitere Dinge wahrscheinlich im Laufe des der nächsten Folgen zur Sprache gebracht werden, die sich dann halt auch auf diese Neuerungen beziehen, das ist ganz klar. So, insofern halt ne, diese Folge einfach nur eine Kennenlernfolge, wieder Reinkommenfolge. Und ab nächster Folge geht's dann richtig rund. Ich danke schon mal für euer Interesse. Vielen, vielen lieben Dank für euer Dabeisein. Lieben, vielen Dank auch für dein Interesse. Freut mich sehr, wenn ihr hier und entsprechend dieses Projekt unterstützt. Mit euren Views und Likes und allem, was ihr da so ne, mögt. Natürlich auch Kommentare, sind wie immer gerne gesehen. Der Tag neigt sich da langsam wieder dem Ende entgegen, wie ich gerade miss. Ich freue mich drauf. Ich bin total happy, hier wieder Timberborn spielen zu können und Let's Playen zu können. Und ja, schauen wir mal, wie lang es werden wird. Im Prinzip ist es erstmal so eine Reinschnuppergeschichte, was vielleicht auch ein bisschen länger werden kann. Gucken wir mal. Alles möglich. Bis bald. Und wie immer, nutzt und genießt die Zeit. Macht's gut.